Wir sind heute hier an der niederländisch-deutschen Grenze, an einem schönen, großen, kristallklaren Baggersee. Und wir wollen es heute probieren auf Barsch, Zander und Hecht. Ich bin heute hier mit meinem Kumpel Yannick unterwegs. Yannick ist bekannt aus Film und Fernsehen. Er ist Nationalspieler, Handball-Nationalspieler. Und wir wollen unser Glück mit den Non-Toxic-Ködern hauptsächlich heute versuchen. Haben leichte Spinnrouten im Gepäck. Und es hat leicht angefangen zu regnen gerade, aber wir machen uns jetzt gleich mal los, denke ich, oder? Ja, lass uns nicht viel Zeit verlieren. Okay. Ich hätte Bock auf ein Battle. Ja? Lass uns die Fischarten abarbeiten. Der größte Fisch gibt immer einen Punkt und die Anzahl. Okay, und dann mal schauen, wer am Ende die Nase vorn hat. AJ, was sind die Fangfarben hier? Ja, alles was ein bisschen dunkler ist. Also hier sind Grundeln drin, aus was für einem Grund auch immer. Und so Motoröl ist eine ziemlich gute Farbe. Salt and Pepper ist geil. Aber guck mal hier bei den Rackershads auch dieses Schwarz-Rot. Ist echt ein absoluter Knaller. Ja, manchmal stehen sie auf Schockfarben, muss man gucken. Ne? Gewicht, was haben wir hier für Gewicht? Ich habe jetzt hier so 14, 18 Gramm. Manchmal ist auch über Bleit gut, da wollen sie es ein bisschen schneller, manchmal wollen sie es langsamer von der Absinkphase her. Müssen wir einfach mal ausprobieren. Ich probiere jetzt mal hier einen 10er Slim Jim in Motoröl. Slim Jim Non-Toxic. Mal gucken, vielleicht haben sie ja Bock auf das Ding. So, der Local Guide macht uns einen vor hier. Wir schneidern ab heute. Gut, dass ich nicht mitbetteln darf. Nice. Wenn du jetzt die Kante ja. 30 Meter raus längs werfen, kriegst du eine Wertzander. Okay. Guck mal, hier haben wir gleich eine Bucht. Wo ein bisschen windgeschützt ist. Müsste eigentlich was gehen, also Wind steht ja drauf. Oder jetzt aber, jo. Ganz guter. Jo, hätte. Jo. Ich bin der 83er auf Jerkbait. Ich sag mal so, regulär. Habt ihr selbst gesehen, er ist dran vorbeigeschossen, hat sich leider von außen gehakt. Aber es ist dennoch ein wunderschöner Fisch und somit ist jetzt mal das Eis gebrochen. Ich hatte nebenbei mal mit dem Jerk ein bisschen geworfen, weil sich beim Jiggen bisher noch nichts getan hat, aber das kann sich jederzeit ändern. Ja. So Yannick, wir ziehen Bilanz, Mittagspause. Wie gefällt dir hier so der Teich? Ja, Teich gefällt mir sehr gut. Super Gewässer, viel Totholz drin, schöne abbrechende Kanten. Also es riecht förmlich nach Fisch. Ja, auf jeden Fall. Ist halt momentan ein bisschen schwierig durch die Jahreszeit. Wir haben jetzt Hochsommer. Die Fische scheinen sich eher auf die ganz kleine Mini-Fischbrut eingeschossen zu haben. Da haben wir natürlich jetzt mit unseren 10 cm Ködern Fisch mir vielleicht ein ganz klein bisschen dran vorbei. Aber wir schauen mal, was die zweite Hälfte des Tages noch bringt.
Thema Gewässer, wo fischst du denn eigentlich sonst so privat? Ja, meistens bei mir zu Hause an meinen Heimstrecken, Rhein und Neckar. Okay, lässt du das mit dem Training gut vereinbaren so? Ja, auf jeden Fall. Zeitlich? Okay. Trainieren in der Vorbereitung, zieht sich über 4-5 Wochen zweimal am Tag. Unter anderem mit Laufen, Kraft, natürlich auch Taktiktraining und dann während der Saison trainieren wir einmal am Tag, meistens vormittags, spielen einmal mittwochs, einmal Samstag oder Sonntag. Also habe ich dann ein paar Abende frei, wo ich dann bei uns zu Hause losgehen kann. Okay, und dann gehst du auf Zander oder was? Ja, Zander, Barsch, unter anderem auch Wels. Waller, okay, soll es ja hier auch richtig dicke Ballermänner geben. Gehen wir gleich nochmal los, werfen nochmal ein paar Big Baits. Vielleicht scheppert nochmal richtig einer rein, ne? Ja, greifen wir an. Unser Battle ist noch in vollem Gange. Aktuell führst du ja leider noch 1-0, aber das wird sich in der zweiten Halbzeit noch ändern. Naja, schauen wir mal. Lass uns noch mal ein kleines Mittagspäuschen machen, dann geht's weiter, ne? Die Drohne war gerade oben. Unser Kameramann hat die Drohne hochgeschickt und dann ist dieser schöne 82er auf den Slapshad eingestiegen. Ja, Yannick, jetzt steht es 1-0 offiziell. Jetzt habe ich dich ein bisschen in Zugzwang gebracht, würde ich sagen. AJ mit seinem 1-0 hat ein bisschen am Plan vorbeigearbeitet mit seinem Slapshad. Eigentlich wollten wir Barsch und Zander fangen mit den Non-Toxic-Ködern. Aber ja, wenn er so spielen möchte, er kommt noch. So, wir haben hier den neuen Deeper Chirp mal im Einsatz. Mal gucken, wollen wir die Wassertiefe checken. Hier haben wir es 13 Meter. Hier ist ein Plateau. Hier geht es nämlich richtig runter auf 23. Hier sieht man es mal. Und 23,8 Grad Oberflächenwassertemperatur. Dafür, dass es regnerisch gemeldet war, haben wir hier wieder Hochsommer. Also hier haben wir jetzt ungefähr unter uns 10 Meter Tiefe. Mhm. Und ja, wie gesagt, Uferregion, da fällt steil ab von 3, 4, 6, 8. Wir sind jetzt auf 10 Meter, das Plateau, und da geht es dann richtig runter. Hier hinten. Wie viel Gramm fischst du? Ich habe jetzt mal auf 18 Gramm erhöht. Ich habe jetzt mal ein bisschen über Bleiter. Wir stehen so heute auf schneller. Jo. Jo. Ah. Ja, da kommt die Kopfstöße. Okay. Dicke Kopfstöße, Alter. Schön Hecht, Meter. Ja, schön den mal ab. Ja. Non-toxic, baby! Non-toxic! Rackershad! Der ist doch schon ganz amtlich. Schöner. Auf die Zähne Rackershad. Ich glaube, die brauchen Popcorn momentan. Naja, den messen wir jetzt nochmal schön. Schöner 91er. Hier sieht man es nochmal. So, und. Ich will jetzt noch mal ein kleines Wort über die Köder verlieren, mit denen wir heute fischen. Wie zu Beginn schon erwähnt, wir fischen mit den Non-Toxic-Ködern. Ich habe jetzt hier drei verschiedene Größen, den 16er, 10er und 7er. Gibt es auch noch mal in der 13er-Version und frei von toxischen Weichmachern. Und auch bei der Verpackung wurde Wert darauf gelegt, dass die umweltverträglich sind.
Ja, die Farbe bringt's heute, ne? Ja, mal, lass mal. So. Guter Release. Petri-Leine. Danke. Perfekt. Ja, 79. Nochmal auf den 10 cm Rackershad in Schwarz-Rot. Scheint heute die Farbe zu sein. Ein geiler Angeltag geht zu Ende. In erster Linie muss ich dich beglückwünschen. Du hast duell verdient gewonnen. Du hast auch alles gegeben, Digga. Ja, ich denke, wenn wir uns heute bei schwierigen Bedingungen mit heute Morgen Regen, dann Sonnenschein, Unwetter und jetzt schon wieder Regen durchangeln müssen. Wir haben Vollgas gegeben und wir haben euch gezeigt, dass man mit den Non-Toxic-Ködern nicht nur Zander und Barsch fängt, sondern dass die Hechte auch richtig abfahren auf die Dinger. Ja, die Niederlage werde ich nicht auf mir sitzen lassen. Das gibt auf jeden Fall eine Revanche. Bis jederzeit. Genau. Wir hoffen, euch hat der Beitrag gefallen. Bis dahin, genau. Pike out. Haut rein, bis denne. Petri. Und wenn man nix geht, dann greif ich in meine Tasche, hol mir nen Big Bay und hinterlasse nur Asche, Mann, ist das sick, ey! Ihr wisst, man braucht ein paar Assis.